Dass eine internationale Fußballikone wie Hans Sarpay die dritte Mannschaft eines Kreisligisten als Trainer unterstützt, um ihn zum nächsten Punktsieg zu führen, das gibt es wohl nur im Märchen. Und dieses Märchen möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Als ob die Seele weint, ich kenn nicht mehr aus dem Traum. Es war einmal das Sauerland. Blödsinn, das gibt's ja immer noch. Also ich fange nochmal an. Also das Sauerland. Eine Perle im deutschen Westen. Gut, sicher eine Perle aus der Modeschmuckabteilung und dort eher B-Ware, weil schon mal runtergefallen und dreckig. Aber liebenswert. Eine der Herzkammern des Sauerlands ist das Dörfchen Bruchhausen. Hier heißen die Bierflaschen Aale und nur der liebe Gott weiß warum. Hier in den Ausläufern des Ruhrpotts atmet der Amateurfußball Sauerstoff in seiner Reinform. Und natürlich verfügt auch das Örtchen Bruchhausen über einen ambitionierten Fußballverein. Der Club nennt sich sinnvollerweise TuS Bruchhausen. Wäre ja auch Quatsch, wenn sie sich TuS Neapel genannt hätten. Ich meine, Neapel liegt ja auch gar nicht in Deutschland. Naja, aber das führt zu nichts. Die Menschen sind noch echte Originale. Sie haben ein großes Herz und sind in ihrer Heimat tief verwurzelt. Ich bin jetzt 29 und ich wohne mein Leben lange hier im Dorf. Wenn du hier Arbeit findest nach der Schule, dann bleibst du auch hier. Also ich habe keine Angst vor der Großstadt. Ich fahre gerne mal in die Stadt rein, aber mir gefällt es einfach nicht. Also ich bin lieber am Land. Wenn wir in Urlaub gefahren sind, da waren wir 14 Tage, 3 Wochen in Südfrankreich. Und so schön wie das war, ich war immer wieder froh, wenn ich das Ortsschild vom Bruchhausen gesehen habe. Und denke mir, ja, jetzt bist du wieder zu Hause, jetzt siehst du deine Kollegen wieder. Ja, also das war schon immer so. Hier hinten sind wir schon, Lawinenwandler. Samstags morgens losgeflogen, sonntags nachmittags waren wir wieder hier. Eine Übernachtung und Konzert und das war's. Also, hören tun das so alle, oder nicht? Sagt zwar jeder, er kennt kein Lied, oder? Dass sie am Film sind, weißt du, oder? Ich habe mit 6 angefangen. Direkt in der F-Jugend. Ich sage immer so, Bruchhausen ist so dieses kleine gallische Dörfchen. Wir könnten eine Mauer drum rumziehen. Wir haben ja alles. Wir haben Arzt, wir haben Frisiersalon, wir haben einen Einkaufsladen, wo du kaufen kannst. Wir haben Industrie hier, wo du arbeiten kannst. Eine Apotheke, ein Puff, wer es braucht, eine Kirche. Aber das Schönste für mich ist, dass der Großteil meiner Freunde wirklich seit Kindergartenzeiten immer noch hier ist. Jetzt wird's ruhiger. Ja, die Vereine sind halt alle aktiv, voll. Das ist Donnerstags mit dem Singen, Musikverein, Fußball, dreimal die Woche Training. Also das ist schon ein vielfältiges Angebot. Das ist ja alles hier, voll. Also, wer hier meckert, der hätte kein Freizeitangebot. Die Arbeitsstelle auch hier, oder? Ja, kann man ja nicht sagen, ich gewonnen das hier. Warum auch? Vor allen Dingen, wenn man zufrieden ist, oder? Im Teenageralter habe ich das irgendwie verpennt. Hört sich jetzt blöde an, aber ich war lieber mit meinen Freunden raus feiern. Und hat sich das halt nicht ergeben, wenn du jedes Wochenende, auf gut Deutsch gesagt, nur strunzendicke bist. Da wollen die Frauen halt nichts von einem wissen. Aber vermisst habe ich da auch nichts in der Zeit. Weil die einen sagen, die darf nicht mehr wie 50 Kilo wiegen oder sowas, ist alles Quatsch. Papa sagt zwar immer, ab einer gewissen Summe Geld oder ab einer gewissen Menge an Land, da ist das egal, ob die ein Glasauge oder ein Holzbein hat. Hat er auch recht mit übrigens. Aber wie gesagt, jetzt muss halt irgendwie muss das passen. André Schubert, 37 Jahre alt, wiegt nach eigenen Angaben 25 Kilo und hat 120 Jahre Kreisliga A-Erfahrung. Ja, oder was umgekehrt?
Das ist es also, was Hans Sapai als Co-Trainer angeliefert wurde. Naja, muss er selber wissen. Der sympathische Womanizer sitzt nicht nur im örtlichen Entengrill, um seine Olympiaplatte zu atomisieren. Nein, er wartet ehrfürchtig auf die Ankunft einer Legende. Tag. Na, kannst du nicht ganz normal wie andere Leute auch einfach mal mit dem Auto kommen? Stell dir vor, da wäre jetzt eine Oma hergelaufen. Dann fliegen die Synapsen aus der Stirn, wenn du so eine Scheiße da draußen machst. Nachdem Schubert sachlich auf die Beschädigung des örtlichen Dorfplatzes hingewiesen hat, wird schnell klar, dass sich ein fleischgewordener Mythos nicht um Bagatellschäden kümmern kann. So peinlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Guck dir die Scheiße an, ey. Niemanden getroffen. Ja, das ist dein Ziel, niemanden treffen. Wenn eine Oma gestanden hätte, die hat einen Herzinfarkt, hätte sie da gelegen. Können Sie uns sagen, wo es zum Sportplatz geht? Ja. Uns wieder. Ja. Hier vorne rum. Und rechts. Da, runter. Und rechts. Und dann rechts. Und dann über Niedereimer und dann geht's wieder her. Nach einem ersten Streifzug durch die pulsierende Sauerlandmetropole treffen Sapai und Schubert auf Funktionäre und Spieler des TuS Bruchhausen. Magst du sonntags gute Fußballspiele sehen? Diese haben es sich nicht nehmen lassen, die beiden neuen Teammitglieder mit einer Zeremonie zu begrüßen, wie sie schöner und glamouröser nicht hätte sein können. Hi. Sebastian. Tag. Servus. Was Servus. 102%. 102. Immer 102. Ich fand das Lied gerade so schön, aber können wir das nochmal in voller Länge hören? Über eine Brücke musst du gehen. Schubert macht aus seinen Emotionen keinen Hehl und zeigt sich sichtlich gerührt. Schwarz und Gelb muss deine Farbe sein. Dann bist du ein Fan von Tobi. Das war für mich persönlich die schönste Begrüßung, die ich je erlebt habe. Über eine Brücke musst du gehen, wo die schwarz und gelben Farben. Das sieht sehr gut aus, ne? Das ist eine Leistung. Ja, eure Farben und so. Und hier auch von den Jungs? Ja, das ist von der ersten Mannschaft. Von der ersten Mannschaft? Und ja. Wo ist die dritte Mannschaft? Die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Die haben keine Haken. Wir haben keinen Griff für Haken. Wir dürfen uns die Haken von der ersten aber ausleihen. Aber sowas lasst ihr euch gefallen von der dritten, oder? Ja, wir brauchen das nicht. Wir wissen ja, dass wir Fußball spielen können. Habt ihr schon mal ein Spiel gehabt? Erste gegen Dritte? Nein. Kannst du was einfädeln? In so eine halbe Stunde, wo wir mal ein bisschen sehen können, wer wirklich die bessere Mannschaft ist. Es ist ein Testspiel, um ein paar Sachen auszuprobieren, damit wir Sonntag gewinnen. Genau. Richtig so? So machen wir das. Nach einem ersten Rundgang durch das Vereinsheim erhält das Trainerduo erste Informationen zu der Mannschaft, die sie zum Triumph führen sollen. Was glaubt ihr denn, was für Probleme ihr habt in der Mannschaft? Also ich kann nur von meinen Problemen sprechen. Die reichen für den ganzen Haufen mit. Ich treffe auf 3 Meter keinen Möbelwagen. Schweige denn das Tor. Ich mache die ganze linke Seite rauf und runter, so wie ich sein muss. Wieso, was für ein System spielt ihr? System. Weil er sagt, die ganze Seite, linke Seite alleine rauf und runter. System ist jetzt in der Kreisliga ein großes Wort. Deswegen, Viererkette. Ganz klassisch. Vorstopper, rechts außen, links außen und so weiter. Okay, also so 3-5-2. Ja, ja. So. Aber Bundesliga schaut euch schon an. Ja klar, natürlich. Da diskutiert ihr auch immer, wenn. Ja, natürlich. Also, wo steht er denn links? Kann doch nicht sein. Der muss doch da einrücken und sowas. Ja, das diskutiert ihr total mit. Da seid ihr dabei. Ja, natürlich. Aber wenn ihr das selber machen müsst, dann ist es vorbei. In Theorie ist das natürlich alles geil. Aber in der Praxis fängt das schon an, dass er auch auf der Playstation schon verliert. Ja, du. Weißt du, was, das gucken wir uns heute Abend mal beim Training an, würde ich sagen. Machen wir heute Abend Training? Ja. Oder? Ja, machen wir so. Wollt ihr uns nicht mal einfach so ein bisschen das Dorf zeigen? Habt ihr schon was gesehen vom Dorf? Naja, wir waren beim Entengrill gerade unten, oder wie das Ding heißt. Okay.
Wie ist das so? Entengrill? Ja. Ja. Christian war 2 Jahre alt, wie wir hingezogen sind. Ich meine, ich war damals, ich weiß das ja nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall ist es aber über 40 Jahre her. Mein Mann war Meister, konnte aber in Wesseling nicht bleiben, weil da genug Meister waren. Und dann hat die Firma gesagt, also er könnte entweder nach Belgien oder aber hier nach Hochhausen. Liebe deine Nächsten im Fremden vor dem Tor, liebe deine Nächsten und schenk ihm dein Lob, denn Liebe fängt hier und heute an. Denn Liebe fängt hier und heute an, weil nur die Liebe, weil nur die Liebe Leben schenken kann. Braun, so sag ich jetzt mal so kaffeebraun ein bisschen. Und was ich finde, was die haben schöne Augen. Wenn die so gucken, so, so große Augen. Das ist auch schon, das ist auch wieder da dran. Das Eichhörnchen ist da, holt sich die Nuss. Christian dann so weit war, ist er mit 5 Jahren in TuS, hat er angefangen. Mein Vater hat dann gesagt, dann gehst du mal mit. Ja, wenn du anfängst in dem Alter, mit 5 hat er mich da hingebracht. Aber 4,5 war ich und dann habe ich das erste halbe Jahr nur geguckt und noch Hyperkästchen gespielt und sowas. Und dann irgendwann mit 5 fängt es dann erst richtig an, wo man sagt, so ein bisschen Fußball gespielt. Ich bin ja 46, ja 47 wäre ich im 1.10. Ich sehe immer. Jeden Sonntag. Also, oder ich bin nicht hier, ne, dass ich weg bin. Wie gesagt, wohnst ja auf dem Dorf quasi, aber ist alles Großstadt, ist ja in der Nähe. Ne, ist schon schön. Mit Angeln kannst du hier Fußball spielen und die Leute sind gut drauf. Ne, es war Sauerland, aber ich bin ja in Sauerland groß geworden. Ne, wenn ich nach Köln früher gefahren bin, aber ich habe das nicht vermisst, die Großstadt habe ich nicht vermisst. Ja, deshalb kannst du es eigentlich nicht haben. Ruhig. Ne, das ist schon gut. Oder? Ja. Weil nur die Liebe Leben schenken kann. Wo fahren wir denn jetzt hin? Im Bus der Vereinskneipe Körner geht es auf eine Sightseeing-Tour durch die Innenstadt von Bruchhausen. Die 100 Meter hätte man allerdings auch laufen können. Der Ententeich ist das Wahrzeichen von Bruchhausen. Der Ententeich? Der Ententeich. Weil da gibt es ja woanders auch so einen Ententeich, das wisst ihr schon, oder? Ja, das wissen wir schon, aber bei uns ist das so, dass die Ente ist so das inoffizielle Wappentier von Bruchhausen, weil wir sind nämlich durch den Ententeich das Entendorf geworden und sind somit überall als Enten bekannt, als Bruchhauser Enten. Das hätte natürlich, wäre uns natürlich ein Wolf oder sowas lieber gewesen. Man kann sich das nicht immer so ausrufen. Ja. Genauso wie es bei uns, wie wir die Bruchhauser Enten sind, gibt es in den Nachbardörfern die Hüstener Kälber, die Herdringer Krähen oder die Mischeder Eulen. Du erzählst uns seit einer Viertelstunde von dem Ententeich. Wo ist das verdammte Ding denn hier? Ententeich erscheint auf der linken Seite in 3, 2, 1, jetzt. Ah, komm. Ja, den könnten wir auch mal einen kurzen Pitstop machen. Ja komm, dann steigen wir mal eben raus. Das ist ja riesengroß. Ist das schön? Ja, das ist wirklich wunderschön. Ein wunderschöner Ententeich. Ich guck noch einmal normal. Von der Taktik her haben sie auch schon so aufgestellt, genau wie wir gleich trainieren werden. Spielen in einem 3-5-2. Ich würde jetzt mal behaupten, die Taktik von den Enten auf dem Teich sieht besser aus als eure Sonntags. Ja? Deswegen können wir hier noch was lernen. Doch das Dorf hat noch so viel mehr zu bieten. Nach Bruchhausen Downtown, in unser High-Life-Viertel, wo das Nachtleben pulsiert mit Kneipen, Nachtclub, Apotheke, Zahnarzt und Allgemeinmediziner. Alles auf einer Ecke. Diskotheken. Diskotheken haben wir leider nicht. Dafür haben wir einen wunderbaren
Nachtclub, da halten wir auch jetzt mal sofort an. Der Laden heißt Palm Beach und besteht schon seit über 30 Jahren hier im Buchraum. Das gefällt mir jetzt persönlich ganz gut. Schöner Laden. Ja, das ist auch so ein Laden, da man kann alles, aber es muss nichts. Man kann mit der Dame aufs Zimmer gehen, man kann sich mit der aber auch nur an der Theke beim Bierchen und Piccolöchen unterhalten. Was kostet ein Piccolo? Mein letzter Wissensstand ist 15 Euro, der kleine, und ich glaube 99 die ganze Flasche. Ich glaube, wenn man mal baden gehen möchte, sind es, glaube ich, 280 Euro. Ich will hier raus. Mit einer Flasche Sekt dabei. Aber dann hast du alles nur gehört. Das habe ich alles aus der Karte entnommen, die ich mir vorher im Internet angeguckt habe, natürlich. Verstehe. Und wie gesagt, es ist ja noch nie einer drin gewesen. Bruchhausen ist für mich ein Stück Heimat. Ich finde, das ist ganz toll, was die für einen Zusammenhalt haben, was für ein Vereinsleben. Ich finde es natürlich fantastisch, dass ich mit meinem Püffli, so nenne ich das, hier integriert bin und nicht eine Aussätzige bin. Sitze ich dann hier so, habe auch schon mal ein Fläschchen Bier dabei, was man so trinkt, und ist ja klar. Und dann, ja, dann Eichhörnchen kommt schon mal ein bisschen von der Nähe hin. Und dann Zaunkönig da am Bach, irgendwo ist ein Nest. Und Bachstelzen, das ist schon interessant, was alles hier rumfliegt und rumkreucht. Das ist schon, macht schon Spaß. Mir wurde an der Wiege nicht gesungen, dass ich nunmehr, ich nenne das jetzt mal so, seit 30 Jahren Puffmutter bin. Vor Jahren hatten wir sogar ein wildes Kaninchen hier. Ich kam bis einen Meter hier hin. Weil Tauben kriegen ja auch Gemüse. Alles, was im Garten wächst, kann man ja Tauben geben. Klein machen, ob von Möhren angefangen und so weiter. Und dann bin ich dann hier so, Möhren klein gemacht. Fridolin hatten wir den getauft. War schon schön. Also, ist schon. Ja. Kommt er jetzt noch mal runter? Das ist das meistbeliebte Zimmer, was wir überhaupt haben. Wird ganz gerne von Gästen gebucht. Entweder, wenn die Gäste zu zweit sind, meistenteils mit zwei Frauen. Hier wird wirklich gar nicht viel in diesem Wasser rumgesext. Also Fakt ist, dass es eigentlich mehr so ist, dass hier beispielsweise die Enten, die da vorne stehen, fahren gelassen werden und man sich mit Schaumwölkchen bewirft. Also wir unterscheiden so zwischen blauen Gelmarten, dunkelgelmarten Schecken, also Schimmeltauben, das sind so die meisten Farbschläge bei den Brieftauben. Mein Züchter Kollege macht gerade die Säuberung. Also in der Regel machen wir einmal am Tag unsere Brieftaubenschläge sauber. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Erzähl nicht, dass es Paris bei Nacht gibt, wenn es nur Castrop-Rauxel ist, was geliefert wird. Barcelona, Marseille, Budapest, Wien, Nikolsdorf, alle Flüge erfolgreich bestritten. Also es ist eine sehr, sehr hervorragende Taube. Wenn dieses Haus sprechen könnte, dann, Kinder, ich möchte keine Sekunde hier missen. Cut.
feiner ja, Bundesligaspieler. Steht auf dem Platz und macht Smalltalk, wenn ich da einen Scheiß mache. Was ist das denn für ein Kompressor? Hochleistung. Ein Bar oder so. Ey, guck dir das mal an, da passiert gar nichts. Ich kann mir genau vorstellen, wie das im Baumarkt war. Ihr seid so reingegangen und habt gesagt, ey, jetzt kaufen wir mal den kleinsten Kompressor, den die hier haben. Oder was? Mann, 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 ey. Kann ich noch Abitur nachmachen hier in der Zeit. Während Schubert noch mit seinem Platz in der Nahrungskette hadert, beginnt für die Spieler der dritten Mannschaft das Aufwärmtraining. Und Sarpay läuft auch langsam warm. Warum laufen die ohne Ball? Ja, wir machen das so, weil wir so viele Verletzte haben. Ja, aber du kannst ja mit dem Ball genauso laufen, wie die jetzt ja, laufen, geht, aber ja. Mit Ball. Ja. Ihr habt sowieso nicht so viel Zeit, ihr trainiert nicht jeden Tag zweimal. Und dann läufst du 15 Minuten oder 20 Minuten ohne Ball, die du verloren hast. Und wie du mir gesagt hast, dass einige technische Probleme haben, die kannst du dann natürlich schon da lösen, indem du auch in der Aufwärmphase den Ball mitbenutzt. So einfach wie genial. Dafür locken Spitzenvereine teure Spanier aus New York an die Isar. Ein Hans Sarpay liefert solche Methoden mal eben zwischendurch. Ein Kompressor, der ist so groß wie dein Handy. Aber dein Handy ist leistungsstärker. Verstehst du? Aber du hast es ja geschafft, ist okay. André, wo hast du die Leibchen denn? Und die Hütchen? Schuberts Bewegungsablauf erinnert an den einer Gazelle. Allerdings an den einer sehr, sehr kranken Gazelle. Mit Bandscheibenvorfall und Gallenkoliken und so. Nicht direkt den Ball annehmen, bisschen dribbeln, dann wieder spielen. Zwei Kontakte ist Pflicht. Und bleibt bitte in eurer Begrenzung drinnen. Dominik, du musst dich bewegen. Oder hast du den Platz da gemietet, da, ein Quadratmeter? Das ist Multitasking. Der Raum ist sehr groß, du musst mal in die anderen Ecken gehen. Der Ball ist dein Freund, nicht dein Feind. Hopp! Und zurück! Die Schusstechnik der Spieler des TuS Bruchhausen gilt als das Trainingselement mit dem größten Wachstumspotenzial. Heilige Mutter Gottes. Vortreffen! Such deine Ecke aus. Warte. Das Ziel ist, das Tor zu treffen. Egal wie. Lieber nicht so viel Kraft, aber ich habe das Tor getroffen. Alles ganz langsam machen. Immer mit der Ruhe. Kein Stress. Super. Ruhiger, ruhig, ruhig. Gut. Alles gut. Ihr macht das gut, Jungs. Das geht doch. Ja. Hier. Geht doch! Kannst du das Tor treffen? Ich wusste gar nicht, dass sie so gut schießen können. Jeder denkt, mit so viel Kraft muss ich das Tor machen, dass das Netz bricht. Und jeder denkt, der wäre Ronaldo oder so. Aber das Wichtigste ist ja erstmal, man muss das Tor, das Netz überhaupt treffen. Und dann hat man die Möglichkeit, dass der Ball überhaupt reingeht. Oder dass der Torwart einen Fehler macht. So sieht's aus. Ja. Ein Satz von Sarpay löst so viele Blockaden wie alle Chiropraktiker Südostasiens. Die haben schon sehr viele Tore gemacht. Ich bin selber erstaunt. Ha, Torwartball. Ohne Worte. Guck dir die Scheiße an. Guck dir das an, oh! Ist das geil? Jetzt darfst du auch mal schießen. Am nächsten Morgen setzt sich eine handverlesene Truppe mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr in Bewegung, um die noch ruhenden Reserven des Bruchhausener Fanpotenzials zu mobilisieren. Was sie nicht ahnten, es ist ein wirklich tief ruhendes Potenzial. Es ist Hans Sarpay, Bruchhausen. TuS Bruchhausen, ole ole. Ole ole ole. Unter 15 Uhr, ole ole ole. Ole ole ole. Bruchhausen, wach werden am Sektor an der IAG. Wir brauchen jeden Mann zur Unterstützung. Kranke Delfine genesen schneller, wenn sie mit Hans Sarpay schwimmen. Hans Sarpay trainiert die kranken Delfine der dritten Mannschaft. Hallo Kaufland, wir sind vom TuS Bruchhausen.
Führung in der großen Hans-Sapal-Woche. Der Ex-Schalker Hans-Sapal trainiert die dritte Mannschaft von TuS Bruchhausen. Wir haben euch was mitgebracht. Der großartige Hans-Sapal vom FC Schalke, der Trainer der dritten Mannschaft von TuS Bruchhausen. Du kennst die Leute genau. Wo sind die ganzen Schalke-Fans? Ich zeige euch hier Hans-Sapal und keiner guckt hin. Also irgendwie glauben die das nicht, dass wir hier sind, ne? Die glauben nicht, dass das Hans-Sapal ist. Hallo liebe Leute, es ist wirklich Hans-Sapal, es ist kein Fake. Denn Hans-Sapal war noch nie ein Fake. Hier ist unser Hans-Sapal, der Trainer der dritten Mannschaft von TuS Bruchhausen. Ihr Liebe, hoch. Hast du dir deine Karriere ausklang so vorgestellt? Auf so einem trostlosen Parkplatz am Kaufland in Bruchhausen. Lass es lieber schnell gehen. Ja, okay. Wollen wir aufs Maul kriegen. Ja. Liebe Bruchhauser, diese Woche ist Hans-Sapal-Woche beim TuS. Dort seid ihr alle eingeladen. Kommt Sonntag zum Sportplatz und seht das wunderbar. Bei ihrer Rückkehr halten Sapal und Schubert noch kurz am Bauernhof Grüter zu einer kleinen Audienz bei Hatti, der unbestrittenen grauen Eminenz der Bruchhausener Fußballhistorie. Hallo. Würde ich mal eins sagen? Bevor Schalke deutscher Meister wird, da werden eher die Malediven Eishockey-Weltmeister. Herr Sapal, guck mal hier, hat ihm im DFB, das ist der einzige Bruchhauser, der jede DFB-Pokal in der Hand gab, außer Engelbert Nille. Du warst doch mit Schalke Pokalsieger, oder? Ja. Ja, der ist ja der Platzwart und der Busfahrer auch Pokalsieger. Hört dir was auf an dem Pokal? Hört dir nichts auf? Nee. Der ist noch heile, wie ich ihn in der Hand habe. Der war kaputt. Wir haben den nicht kaputt gemacht. Hast du den fallen lassen? Nee. Nee, Assauer. Assauer hat den fallen lassen. Assauer hat den fallen lassen. Du hast gespielt gegen Abramczyk, oder? Blankenkott aus dem Kohlenpott. Den haben sie hauptsächlich ausgewechselt. Nee, er war... Hab ich gegen gespielt. Er war verdammt. Man nannte mich früher Berliner Mauer. Hast du den immer umgehauen? Nein, so. Spielerische Mittel, das kommt doch nicht. Spielerische Mittel. Das kommt doch nicht, keine Ahnung. Und da kam der Friedel raus, der war Trainer. Der hat übrigens in Dortmund mal einen Hund gebissen, boah, so versehentlich. Hat er zu mir gesagt, ob ich kein Interesse hätte, in Schalke anzufangen. Ja, was soll ich sagen? Und er sagt, mein Vater, erst machst du Lehrer zu Ende, dann kannst du machen, was du willst. Und dann hat sich das hinterher zerschlagen, ist nichts mehr weitergekommen. Und deshalb bin ich im Bruchhausen geblieben. Sonst wärst du jetzt. Hättest du bei Schalke gespielt, wärst du Schalke. Bei Schalke? Ich wäre sofort gewechselt. Ich wäre sofort nach Dortmund gegangen. Das wärst du bei Schalke. Das wärst du hier blau Trikot und lach mich. Aber du hast doch Hans-Sand-Posten gespielt. Sapal versammelt die Jungs zur nächsten Trainingseinheit. Das Spiel gegen die erste Mannschaft steht an. Ich werde zum ersten Mal in der Viererkette spielen. Da werden dann viele Missverständnisse vorkommen. Da können wir dann aber ansetzen, um denen was zu zeigen, wie sie sich bewegen müssen. Und so werden die dann weiter lernen. Ohne Fehler kannst du nicht lernen. So, andere Seite. Erstmal das, was ich mache. Heutzutage dehnt man nicht mehr, aber ist okay. Man merkt, dass du 8 Jahre nichts mehr mit Fußball zu tun gehabt hast. Was wollt ihr mir jetzt erzählen? Hat man sich nicht mehr dehnt, oder? Ja, man macht Kräftigungsübungen, aber man dehnt sich nicht. Völliger Quatsch. Wir halten fest, Schubert, adipöser Kreisliga-A-Fußballer, widerspricht Sapal, langjähriger Bundesliga-Profi, ghanaischer Nationalspieler und unbesiegbarer Superheld. Wir spielen so, wie ihr immer spielt, guck. Mit Libero, 3 Vorstopper, linker und rechter Verteidiger, normale Viererkette im Mittelfeld auf einer Höhe. Aber wenn wir den Ball haben, dann schiebt einer von den Zentralen wie eine 10, kann hier hingehen, den Ball sich holen hier. Aber einer muss immer vor der Abwehr sein, der Sechser hier. Tja, Freunde, so sieht überlegene Fußballtaktik 2013 aus. Wenn ihr vor dem Tor seid, Abschlüsse, wie gestern beim Training, schießen, schießen, wenn ihr nicht schießt, können wir keine Tore machen. Okay? Also los. Jetzt gilt es. Werden Sapais Methoden greifen? Wird die dritte Mannschaft tatsächlich die erste Mannschaft besiegen? Und die wichtigste Frage: Wie lange hält Schubert durch, bevor er das nächste Snickers essen muss? Gut. Dominik Strocker eröffnet das Duell mit einem, naja, sagen wir mal Schuss. Komm Dominik, komm wieder auf Position hier rüber. Dominik, umschalten. Sapal analysiert, scharf wie ein Hattori-Hanzo-Schwert. Da stimmt irgendwie die Zuordnung nicht.
Während die Fußballspieler Fußball spielen, vergnügen sich 8 vernachlässigte Spielerfrauen mit Roland Kaiser. Also im übertragenen Sinne natürlich. Wenn Roland Kaiser das noch erlebt. Achso, der ist noch gar nicht. Hm. Hast du es erlebt? 10.000 Frauen? In einer riesigen Halle, die alle. Das ist Roland, ich will den von dir! Ja. Hast du noch nicht erlebt, oder? Alle schreien dich auf! Wir sind nicht so die sturen Sauerländer, so wie das immer halt erzählt wird, ne? Viele stur und nee, da kommst du nicht zwischen. Und wenn du in irgendeine Dorfkneipe gehst, da sitzt du da alleine am Tisch und so. Und das ist halt hier nicht. Also hier wird eigentlich jeder gut aufgenommen, ne? Kann ich bestätigen. Ja. Klar. Die Anweisungen von Sarpay greifen. Gut, Jungs! Die Anweisungen von Schubert machen zumindest nichts kaputt. Hübi, halt den Ball, halt den Ball. Ganz in Ruhe. Mitte. Ja, ja, Hübi, geh drauf. Ruhig, ruhig, ruhig. Hübi. Eben meine ich, nicht die Situation, aber gut. Du musst früher nachrücken. Leute, rück nach. Mach das doch. Schön, Jungs, schön. Gut. Wechsel! Nein! Was macht er denn? Ey, nicht stehen bleiben! Abseits, ey! Der 46-jährige Christian Hübert führt die dritte Mannschaft zum Sieg. Dank Sarpays galaktischen Tipps ist die Sensation perfekt. Die dritte Mannschaft schlägt die erste Mannschaft mit gefühlten 300-2. Eine willkommene Gelegenheit, ein Bier zu trinken. Mal was anderes, ne? Sag ihm das! Hör auf, wenn ihr jetzt alle eure Handys anmacht und das filmt, dann zieh ich das weg. Die Männer feiern kulturell und intellektuell auf höchstem Niveau. Jetzt ist auch Schubert in seinem Element und wirkt wie ein Pinguin, der jahrelang versuchte zu fliegen, bevor er ins Wasser fiel und schwimmen durfte. Er spricht sie, die Sprache der Kreisliga. Jetzt habt ihr alle auf dem Handy, wie ich euch richtig verarscht habe. Mit der Unterstützung von Schubert vollziehen die Eingeborenen ein uraltes Trinkritual. Gänsehaut pur. Schubkares Anmut verzückt alle. Das ist einfach nur schön. Also hier werden viel Schlager gehört. Ja, weil dann einfach die Hütte wackelt. Genau, weil das einfach Party pur ist. Es kennen alle, ich sag mal, ob du 16 bist oder ob du 46 bist oder 66. Das spricht aus einem heraus irgendwo, würde ich sagen. Ich war vor Heißhals und Blasen. Extreme, das hab ich dich verflucht. Mach mal alle eure Handys an. Ich zieh das weg, wenn ihr alle mit euren Handys filmt. Jetzt, oh, Limo! André, was ich weiß? André, du kannst nach Hause fahren. Männer, wir müssen an der Theke, wir müssen bezahlen. Wir fahren noch in See. Wieso fahren? Haben die Jungen den mitgekriegt, oder was? Ich weiß auch nicht. Der Plan war irgendwie anders. Wer bist du denn? Hallo? Was
Was habt ihr denn für einen Plan gehabt? Keine Ahnung, aber diesen finde ich besser. Was macht er so? Also. Ich bin Profisportler, der Dominik ist Amateur. Der große Tag ist gekommen. Durch die akribische Vorbereitung stehen die Zeichen auf Sieg. Die Spieler sind bis an die Haarspitzen motiviert. Vor dem Spiel finden aber noch die psychologisch wichtigen Einzelgespräche statt. Wann hast du dein letztes Biest gemacht? Noch abgesehen dran? Vom Training? Ja, im Spiel. Ja, glaube ich, in der C-Jugend oder so. Echt jetzt? Noch nie ein Tor gemacht? Im Jugendbereich schon. Das Ding ist, dass du ja, weißt ja selber, du hast ja nicht so die beste Schusstechnik, ne? Du nimmst den Ball sensationell an. Das brauchen wir heute auch, dass du auch die Mannschaft führst. Du bist der Älteste hier und hast auch die Erfahrung, die Jungs zu führen. Weißt du, was das größere Problem ist? Dass du auch noch Schiss hast, dass jeder sieht, dass du nicht die beste Schusstechnik hast. Was dann noch mehr dazu führt, dass es noch beschissener wird. Du musst so ein bisschen teilweise die Birne ausmachen. Das, was du gut kannst, ist deinen Körper einsetzen. Du brauchst deine Kraft, die wirklich vorne ist, wenn der Ball da ist, dass du da bist und dann die Ruhe auch hast, den Ball reinzumachen. Fleißigen Honigbienen gleich saugen die Spieler die Informationen wie Nektar aus den Mündern des Trainerduos. Ein paar wollen aber auch einfach nur rauchen. Du bist ja einer der Bindeglieder. Hast du so ein bisschen auch so ein Bindeglied zwischen von mir und zu dir, zu der Mannschaft bist. Das ist mir ganz wichtig. Womit du am meisten reißen kannst, ist mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Schubert kommuniziert auf fachlich hohem Niveau. Mach die Birne aus und knüppel gegen das Ding. Knüppel dagegen. Fantastisch. Mehr als Scheiße schießen kannst du ja nicht. Ich bin auf jeden Fall sicher, dass wir heute gewinnen werden. Ja, ich glaub's auch. Wenn du Tor machst, komme ich oben ohne auf den Platz und fange dich. Weißt ja, was ich noch machen muss? Hä? Weißt ja, dass ich André direkt der Arschbacke küssen muss? Ja, mach danach. Ich brauche so 5 Sekunden, bis ich bei dir bin. Da kannst du den Arsch küssen, dann bin ich bei dir. Hans Sarpay hat gerufen und alle, wirklich alle sind gekommen. Ganz Bruchhausen ist auf den Beinen. Kann Sarpay auch in Bruchhausen Wunder vollbringen? Das ist die Frage, die das Dorf in diesen Minuten bewegt. Die Mannschaft super eingestellt. Heute gewinnen wir, ganz sicher. Ja, natürlich. Du bist um Platz meine Seele, mit der ich sterbe und lebe. Mitsing. Extreme. Und trotzdem lieb ich dich. Ich glaube, wir wünschen ja vor der Berufung gespielt, aber 7-2-2, José Ricardo, Antunes Castro. Jungs, wir sind eine Einheit und das wollen wir auch zeigen. Und dann wird das schon klappen. Auch wenn wir ein Tor kassieren hier. Es geht immer weiter. Wir sind die bessere Mannschaft. Wir sind die bessere Mannschaft. Ihr müsst daran glauben. Wir haben die Spieler dafür, vorne wie hinten. Also, konzentriert euch noch mal vor dem Spiel jetzt und dann gibt Gas. Kommt, Jungs! Er ist beim falschen Verein zum falschen Zeit gewesen. Wäre er Borussia, wäre er deutscher Meister. Du hast keine Ahnung. Man hat nicht der Einzige, der Ahnung. Mach das Tor! Tor! Ja! 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 Das geht schnell, ne? Ja, mein Torschusstraining. Richtig! Super, Männer! Jetzt schön auf Zeit spielen. Komm, André, zurück! Ich spiele, oh meine. Ich bin, guck mal, wie die Körpersprache ist. Guck dir den mal an. Der pennt jetzt gleich ein. Wir sind schon tot. Das ist das Problem.
Ich würde sagen, vorher und drücken zu überlegen. Nee. Nein? Ja, erst. Der Mittelstand war ganz gut, aber... Ja, da muss auch ein bisschen... Ich meine, sie werden die Koalition starten. Das hat André schon gemacht, das habe ich gesehen. Der hat sie eben Bahn gemacht. Was sind sie kaputt? Meinst du? Ja. Wechsel! Komm, komm hier um! Jungs, da ist bis jetzt gar nichts, ne? Da ist gar keine Leidenschaft drin, kein Team. Jeder spielt für sich selber. Ihr spielt wie ein Hühnerhaufen. Hinten spielen wir ganz gut. Da reden wir, da kämpfen wir, da haben wir Leidenschaft. Aber nach vorne, die beiden hier, die kriegen keine Bälle von euch. Nix. Der Abwehrspieler von denen ist doch blinder. Der ist ein Blinder. Aber du musst die Situation schaffen, dass er den Fehler auch macht. Und wenn du den nicht anspielst, wird er den Fehler nicht machen. Also spiel die an, ob wir den Ball verlieren. Da ist was anderes, aber da sind wir hier. Komm, jetzt machen wir das hier. Aber mehr Leidenschaft hier. Schneller, spiel schneller. Hey, André, in die Mitte. Hey, André. Sapa ist unzufrieden. Die Mannschaft sollte jetzt die Worte des Meisters beherzigen. Denn das letzte Mal, als Sarpay unzufrieden war, schlug ein Meteorit auf der Erde ein und die Dinosaurier starben aus. Oh. Gut gespielt! Komm, ja! 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 Ich hab so einen leichten Anflug, auch wenn die wie Borussia spielen. Ja, ja, welche? Ja, ja, du bist aber der Kleine. Ja, das ist mir egal, aber erfolgreich bin ich. Ja. Dominik, mach dich mal richtig warm. Oder hast keinen Bock? Oder soll man Hatti fragen oder was? Schiri, Wechsel! Zweite Chance, Junge. Es gibt Gas hier. War ein gutes Ding. Zweite Chance jetzt, Dominik. Gib Gas jetzt. Komm, Dominik, zieh! Geh rein, in 16er! In 16er! Sauber, Kuno! Ey, der fällt gleich tot um, ey. Dass Dominik Strocker mit seiner eigenwilligen Schusstechnik sein erstes Tor seit der C-Jugend schießt, das konnte nur ein Hans Sarpay vollbringen. Das kann nur Hans Sarpay, glaube ich. Ich bin da noch stürmen. Schuss taub ich so. Aus spitzen Winkel oben ins Kurzeck, den taufe ich jetzt kaum wie ich. Guck mal, jetzt kann er noch Fußball spielen. Was geht denn da? Guck dir an. Da ist die Außenlinie! Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Die Mission Bruchhausen ist erfüllt. 4:0 gegen eine andere. Ja, nennen wir es mal Mannschaft. Ja. Wir müssen alles zurücknehmen, was Babu gesagt hat. Der andere, der kann nicht der Co-Trainer aus Käse. Ja, hast du gesehen, dass der Dominik ein Tor geschossen hat? Ja, hör mal. Wahnsinn, oder? Ein Einzeltor bis jetzt. Aber ganz toll. Ja, das war das erste Tor seit der C-Jugend. Ja. Hans hat mir gesagt, in der Halbzeit hat er richtige Worte gefunden für den komplett, Leute. Komplett durchgedreht in der Halbzeit. Und dann ein Tor nach dem nächsten. Ihr als Spieler und als Typen seid überragend. Lasst euch das nicht nehmen. Bleibt so, wie ihr seid. Und auch die Stadt haben wir lieb gewonnen. Und euch in unser Herz geschlossen. Und wir hoffen, dass ihr aufsteigt, ne? Zur Aufstiegsfeier bin ich da. Zur Aufstiegsfeier bin ich da. Auf das drauf und hol dich vor, komm, gut, auf! Und so wurde dann doch noch alles gut in dem kleinen, beschaulichen Dorf im Sauerland. Bruchhausen leuchtet im hellen Sternenschein des Erfolges. Ja, Hans Sarpay schrieb ein wunderschönes Fußballmärchen. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Segel, oh, oh, oh.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute.